Yo, ich bin ein Profi. Die Profi nur mit B, so wie Brody. Helga crasht eine Videokonferenz und kollidiert erstmal. Und hier ist direkt Torgisch, da das geht um Helga Marianne. Ich bin, aber es steht nur Helga und nicht Helga Marianne. Ich bin komplett verwirrt. Let's go rein. Am 6. Mai hatte ich eine E-Mail in meinem Postfach. Grüezi, Herr Öhrig. Wir sind ein kleines Unternehmen in der Stadt Zürich, das Menschen unterstützt und begleitet, die wegen Krankheit... Ah, die Schwitz, die Schwitz. Unfall oder aus wirtschaftlichen Gründen aus dem Arbeitsleben und vielfach auch aus der Gesellschaft ausgeschlossen wurden. Mhm. Helga und Marianne haben uns in dieser Zeit dermaßen aufgeheitert, tun es immer wieder und die beiden begleiten uns. Vor allem meine Vorgesetzte, mit Herz am rechten Fleck, ist hin und weg. Die nette Dame fragte mich dann frei heraus, ob ich das gesamte Team aus Zürich einfach mal während einer Videokonferenz überraschen könnte. Ja. Und genau das habe ich bzw. Helga dann getan. Ich habe eine nice Idee, oha, aber so Livestream-Acting fett würde ich mir auch, also es wäre mir schon unangenehm, wäre schon schwierig. Ist was anderes nochmal, ne? Ist was anderes. In dem Video hast du ja deinen Kameramann, hast du ja dein Skript, das liest du ab und schauspielerst du. Aber das dann live zu performen, ist nochmal ganz anderes. Aber gut, Tolga hat ja auch schon diese Live-Show gehabt, mal, die an meinem Geburtstag war, 2019, glaube ich, oder 20. Ich glaube, ein Jahr nachdem, nee, in dem Jahr, wo wir Kartoffel gedreht haben, war, glaube ich, dann im Dezember, dann später an meinem Geburtstag sein Live-Auftritt. Und da hat er auch live geactet, also das hat er auch gut hinbekommen. Habe ich gehört, ich habe es nicht gesehen leider. Aber ja. Das weiß ich seitdem, weil es an meinem Geburtstag war, habe ich das gemerkt, ja. Ich habe dann noch ein, zwei Informationen bekommen zu der netten Vorgesetzten, zu ihrem Hund, der manchmal Probleme macht, und über Edith, die genau wie Helga eine große Vorliebe zum Eierlikör hat. Ja, ja, und am 7. Juni um 9.05 Uhr konnte das Ganze dann beginnen und ich habe das Ganze natürlich für euch aufgezeichnet. Viel Spaß! Ja, wer ist das? Ja, sehr gut, danke. Oh, es ist so... Keine Ahnung, ey. Leute, es kann ja hätte sein können, dass ich jetzt schon in meinem Arbeitsleben bin, ne? Ein Studium fertig und schon im Beruf bin. Hätte ich sowas ja auch machen müssen hier, so Videocall mit so 80-jährigen Leuten. Ich weiß nicht, ich fühle mich einfach so unwohl, wenn ich mit so Obrigkeiten arbeiten muss, so alten Menschen, weiß ich nicht. Auch nicht die Erfahrung habe, so, außer in der Uni ist mit Professoren, da geht's noch, aber ja, ich denke mal auch nicht so schlimm, aber wenn ich jetzt so sitze, bekomme ich direkt so. Klopft deine Also, läuft, bin ich jetzt schon drauf, oder was? Bin ich jetzt schon drauf? Warte mal, das läuft doch alles nicht. Wer ist denn die Chefin, der sie so feiert? Ich mach kurz den Chat mal weg, so, okay. Dass man sieht. Warte mal. Oh nein! So. Guten Morgen nach Zürich. Viele von euch wissen es nicht. Jetzt sieht man es nicht, ne? Weil ich im Weg bin. Warte, ich mach mal kurz so, dass man es auch sieht. So. 1995 habe ich mal Integrationsmanagement studiert. Das war nicht lange. Ich habe das abgebrochen. Das war zu schwierig. Frau Chefin. Wo ist die sowieso? Wer ist die sowieso? Ah, sie! Ja, da ist sie. Ach, sie ist das, sie feiert Helga Marianne. Also jung noch, das ist ja cool. Ja. Ich bin komplett geflasht, ich bin komplett von den Schuhen. Wir sind ein Riesenfan, mega. Das, ja, natürlich, das freut mich ja auch, ne? Das freut mich ja auch. Frau Sowieso, ich hab gehört, Sie machen viel. Sie reichen sich den Allerwertesten auf für ein tolles Team. Wo's Und hin? Sie machen einen tollen Job. Und dafür gibt's erstmal einen kleinen Applaus aus der Runde, würde ich sagen. So. Die Kamera ist komisch. Die sowieso. Wo ist die Helga? Madeleine. Sie machen es den anderen aber auch nicht immer leicht. Madeleine. Ja. Mit ihrem ollen Köder, der die Bude immer voll furzt. No! Das ist nicht so einfach. Da müssen sie auch mal ein bisschen Rücksicht nehmen, finde ich. Mit den ganzen Flatulenzen, die der Hund da so hat. Kurze Sache noch. Edith. Wer ist Edith? Die Edith, genau, da muss ich mal direkt fragen. Ist ja schon Chefin, kurz nach was? 9? Nee, hast du schon Eierlikör-Intus oder bist du noch nüchtern? Nee, Eierlikör habe ich schon. Ne? Hab ich schon, ne? Nee, Eierlikör ist schon drin, sonst halte ich das ja gar nicht aus hier, ne? Also, ja. Absolut. Ich habe ja auch Beweisfoto, guck mal. Du bist ja schon an der Grenze. Mensch. Leute, ganz kurz zum Abschluss. Ich möchte. Aber scheint eine lustige Runde zu sein. Scheint eine coole Runde zu sein, so dass die alle sich so gut verstehen, auch solche Bilder schicken. Er ist doch sympathisch, ist doch cool.
Was für der eigentlich? Man guckt hier gerade. Ich gerade so besoffen. Ist das ein Business-Meeting, was sie haben? Oder ist es gerade so Freunde treffen sich und quatschen? Mich im Namen, ja, der Menschheit bei euch bedanken. Ihr macht einen tollen Job. Ihr kümmert euch um die, denen es nicht so gut geht. Um die, die nicht alleine weiterkommen. Und gerade in den letzten Jahren, eigentlich von 97 an, kümmert ihr euch dort dran. Und das finde ich toll. Solche Menschen braucht das. Solche Menschen brauchen wir mehr. Denn wenn es mehr von euch gehen würde, wäre die Menschheit ein kleines bisschen besser. Ganz liebe Grüße aus dem hohen Norden nach, was ist das, Österreich, Schweiz? Ich habe doch keine Ahnung. Ich weiß es doch auch nicht. Liebe Grüße. Ich wünsche euch vom Herzen alles Gute. Bleibt gesund und macht weiter so. Herzliche Grüße nach Süd. Ist das süß? Das ist süß. Das ist süß. Das Ende war richtig süß. Ja, war gut gemacht. Ein bisschen Pipi habe ich in den Augen. Ich bin immer so dämlich, das ist emotional bei jedem Scheiß, wirklich. Aber war cool. Definitiv. Nice Aktion von Torge, sowas live zu machen. War auch relativ kurz, aber trotzdem war es süß. War nice. Auf jeden Fall like. Yo, ich bin ein Profi. Die Profi nur mit B, so wie Brody.